Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen. Hey du, kennst du das auch? Es ist Montag und du bist voller Tatendrang. Du hast Ideen noch und nöcher. Du hast so viel zu tun, eine riesen To-Do-Liste und du freust dich und ja, kannst es gar nicht abwarten, irgendwie so deine Dinge zu erledigen und zu tun. Und dann passiert Folgendes: Es geht nichts. Es läuft überhaupt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Dein PC hat vielleicht den Geist aufgegeben, das Internet ist nicht da und so weiter. Hey, genau so war es bei mir heute Morgen. Bei mir hat heute Morgen technisch überhaupt nichts funktioniert. Dabei wollte ich doch so viel machen. Es ist noch so viel zu tun für unser neues Projekt. So viele Dinge sind am Start, so viel, was ich unbedingt erledigen möchte, was ich unbedingt machen möchte. Und ich kann gar nichts davon tun. Gar nichts. Gar nichts. Und das Interessante ist, dass ich im ersten Moment, als es heute Morgen war, denke ich, boah, so eine Scheiße. Ja? Ich will doch aber. Ja? Ich will doch aber. Und relativ schnell habe ich aber gemerkt, ey, Blödsinn, ey, komm. Ganz entspann dich. Schau, was jetzt dran ist. Und vielleicht ist jetzt gerade in meinem Leben gerade heute kein Arbeitstag, sondern ein Sonntag, ein Faultag sozusagen. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich schaue jetzt einfach mal, welche Gelegenheiten mich heute anspringen. Dann kam die Gelegenheit, Fingernägel machen, die Gelegenheit einfach rauszugehen, zu schlendern, einfach zu shoppen. Und hey, es ist so geil, die Herbstkollektion ist ja schon eine Weile draußen. Und heute habe ich das einfach mal komplett richtig wahrgenommen und habe einfach geguckt, ey, was kickt mich, was möchte ich mir kaufen, ach, was gefällt mir. Bin einfach da so geschlendert. Danach war ich essen und es war so fantastisch. Ich habe mir einfach total richtig, richtig Zeit genommen. Und haben auch richtig geile Gespräche geführt, habe einige tolle Menschen kennengelernt. Und ja, einfach ganz anders, wie ich mir das heute vorgestellt habe. So, jetzt könnte ich grollen mit dem, was ist, aber ganz ehrlich, es macht überhaupt keinen Sinn. Weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unser Leben, unser Alltag, unser Gelegenheitsgeber ist sozusagen oder uns ganz genau zeigt, welche Themen, welche Aktionen und so weiter dran sind. Nicht die wir vom Kopf her wollen, obwohl ich ja unbedingt eben, wie gesagt, diese To-Do-Liste, einen Zeitplan und so weiter habe. Aber meine Erfahrung ist auch tatsächlich die, wenn ich mich nicht dagegen wehre, was jetzt ist, sondern einfach mich dem hingebe, dann komme ich im Endeffekt auch bei den Dingen, die scheinbar jetzt liegen geblieben sind, viel schneller weiter. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich ein paar Hammer-Ideen habe, nämlich genau zu meinem Projekt. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich die in diesem, ja, wenn ich einfach meine To-Do-Liste in Anführungsstrich, wenn ich mich da reingestürzt hätte, dann hätte ich gar nicht diesen offenen Geist dafür gehabt, um das wirklich zu empfangen. Und ja, da sind einige richtig geile Sachen dabei und ich freue mich, die schon eben umzusetzen. Jetzt bin ich gespannt, ob mein Internet demnächst geht oder ob mein Alltag mir noch andere Gelegenheiten bietet. Okay, also vielleicht kennst du das auch und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag, egal ob du deine To-Do-Liste abarbeitest, ob du einfach nur in den Tag hineinschlenderst oder wie auch immer. Also. Fühl dich ganz dolle geherzt und alles Liebe für dich. Bis dann. Ciao.